Wir coachen immer noch den Tobias auf seinem Weg, seinen Immobilienbestand zu vergrößern. Er fragt sich jetzt ganz konkret, er hat Standorte rausgesucht, an welchen kann er anlegen, und wir haben einen Experten, den Sachverständigen Mirko, jetzt mit in der Folge dabei, der uns hilft, die Standortstrategie einmal mit Tobias zu besprechen. Ja, dann schauen wir uns auch ganz konkrete Standorte an, unter anderem Halle, Leipzig und Jena. Was sind Gemeinsamkeiten, wo liegen große Unterschiede? Ja, und wir reden über das große Problem, das wir selbst sehr gut kennen. Was tun, wenn man in Süddeutschland wohnt und renditestarke Standorte einfach sehr weit weg sind? In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen lernen, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Ja, wenn du keine weitere Folge mit Tobias verpassen möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. So, willkommen zurück. Coaching mit Tobias Budig. Und wir haben jetzt dabei den Mirko zum Thema Standort. Der Mirko ist aus dem Immocation Coaching Team. Die allermeisten werden ihn kennen, die hier zuschauen. Sachverständiger, und zwar, ich weiß es immer nicht, Mirko. Öffentlich bestellter und staatlich zertifizierter Sachverständiger? Öffentlich bestellter und zertifizierter Sachverständiger. So, alles klar, genau. Auf jeden Fall, unterm Strich hat der Mirko extrem viel Ahnung, genau, als Immobilieninvestor. Und vor allem kann jetzt eben auch beim Thema Standort ein bisschen helfen. Ich, Tobias, nimm mal so ein bisschen vorweg, was passiert. Wir gehen sehr ja analytisch-akademisch ran an das Thema Standort. Du hast das gerade auch gemacht, hast da auch Listen miteinander verglichen. Der Mirko wird gleich sehr viel pragmatischer auch rangehen. Und ich glaube, es ist wirklich gut, wenn wir es schaffen, so ein bisschen über die konkreten Standorte zu sprechen, weil die Trefferchance ist sehr hoch. Wenn man dem Mirko irgendeinen Standort hinwirft, hat er meistens irgendeinen Gedanken dazu. Ja. So, also jetzt erzähl uns mal, Tobias, was du gemacht hast. Wir sehen jetzt hier deine persönliche eigene Standortliste, und wo stehst du da gerade? Ja, also was wir hier sehen, ist ganz links die Kolumne. Das ist von dem Zukunftsatlas, sind das die einzelnen Farben. Da, das ist ja dieses von dunkelrot, das waren die besten Standorte, bis gelb. Das rechts daneben hast du auch den Rang, ne? Also das sind die Rang, genau. Ja. Der war Wolfsburg. Ne? Ja. Mirko, ganz kurz Prognos, da sagst du immer, Vorsicht, Daten auch teilweise alt. Also Daumen runter sogar. Also ist das Mirko-Barometer? Also das Zeug ist tatsächlich unbrauchbar in meinen Augen mittlerweile. Ich gebe dir mal zwei, drei Beispiele. Eberswalde sieht da nicht sehr gut aus mit angeblich sinkenden Einwohnerzahlen. Eberswalde hat seit 4-5 Jahren steigende Einwohnerzahlen. Also die Studie ist 2014 mit Datenmaterial von seit 2010 bis 12, glaube ich. Das weiß ich nicht ganz genau, müssen wir nachgucken. Gemacht worden, und das ist halt wie immer mit Prognosen, wenn sie die Zukunft betreffen, sind sie halt relativ schwierig. Und das Ding ist nie aktualisiert worden, und da stehen ganz, ganz viele Standorte, die ich für hervorragende Standorte halte, mit ganz, ganz großen negativen Fragezeichen drin, mit negativen Bewertungen. Wo würdest du Prognosen angucken? Gibt es da irgendwas, was du als aktuell... Es gibt gerade keine flächendeckende, sondern man muss sich die Prognose selber machen. Das ist ja meine These immer. Die Prognose, man kann so eine Daten mal hernehmen, man kann sie mal mit einfließen lassen. Ja, das ist sicherlich nicht falsch, um mal zu gucken, wie sah das jetzt mal gerade in dem Fall, wie sah das jetzt mal aus. In jedem Standort gibt es immer irgendwo eine Stadtentwicklungsgesellschaft, eine Stadt, die mal eine Prognose gemacht hat, eine Sanierungsgesellschaft, die mal eine Prognose gemacht hat. Da muss man sich dann im Internet mal ein bisschen drum kümmern, weil das kam. Es gibt leider, das war früher halt durchaus sehr, sehr interessant, dass es da so einen Standort Wegweiser gab, wo im Prinzip die wesentlichsten drin waren, wo man bloß reingucken musste. Aber leider Gottes mittlerweile müssen wir sagen, die Prognosen der Bertelsmann Stiftung sind da halt eher schwierig. Ich kann mal gucken, ob ich hier was finde, weil da habe ich die Quellenangabe auf jeden Fall noch drin. Kleinen Moment. Okay, also Prognostat, wir nehmen es mal als Indikation. Ja, aber ich habe es eigentlich genauso gemacht. Also ich habe jetzt hier zwar eine Auflistung von wegen, wo ich ausgerechnet habe, wo sind die höchsten Bruttomietrenditen zu erwarten, bin dann aber halt reingegangen, habe geschaut von wegen, also zum Beispiel das Erste, was rausgekommen ist, wie ist das Segenberg, da habe ich gar nicht erst
also da bin ich gar nicht tief reingegangen, war Kreis Segenberg. Und bin halt so dann die Liste durch, wo ich gedacht habe, von wegen, was derzeitig interessant ist. Oder wie was bist du denn vorgegangen? Du hast dir alle Städte genommen aus dem Prognos-Zukunftsatlas und hast für alle die Metrendite rausgesucht? Nee, oder? Nur von den ersten, also ich glaube das erste Viertel oder sowas. Weil wir das letzte Mal gesagt haben, wir wollen relativ weit oben da anlegen. Ja. Okay. Genau, okay, ja. Korrekt. Aber gut, sag uns mal, wo das Ergebnis ist. Und dann habe ich halt, das ist eine Formel dahinter, also das ist dann automatisch rübergezogen und dann war es kein Ding. Und da bin ich halt eben dann auf die einzelnen Standorte gekommen und da ist zum Beispiel Jena war bei mir relativ weit oben. Die habe ich als Suchprofil eingegeben bei Immobilien Scout. Mirko-Barometer kurz, Jena. Ja, Daumen hoch. Also meine Frau hat zwei Wohnungen in Jena, die wird sich freuen, dass das Mirko-Barometer hoch zeigt. Ja. Ja, dann wenn man weiter runter geht, dann kommt Leipzig. Ja. Irgendwo. Hier. Leipzig. Gut. Ganz kurz noch die Frage zu Jena, weil du hast jetzt ja, und auch Leipzig hast du schon erwähnt, du hast dich verabschiedet davon, dass das in Süddeutschland passiert? Nein, also die anderen Städte sind dann in Süddeutschland. Also das wäre dann sowas wie Augsburg oder Bayreuth, auch Ulm. Also so Studentenstädte eigentlich, die man kennt, aber auch Ingolstadt, Raum München habe ich auch halt drin gelassen. Einfach so ein Gefühl zu bekommen, was in dem Thema, was ich suche, eben was da aktuelle für Wohnungen reinkommen. Für was würdest du dich entscheiden? Dürfte ich nochmal drei Sätze zum Hintergrund haben? Also wo bist du und was ist die Strategie, was ist die Zielsetzung sozusagen? Das muss ich wissen, damit wir jetzt sinnvoll... Also ich suche eine Eigentumswohnung bis 400.000. Von den Mietern, das ist so Single, WG, Familie, alles möglich. Kann renovierungsbedürftig sein. Du bist auf Sicherheit aus. Also was letztes Mal rauskam ist, also du möchtest... Du hast gesagt, du bist im Zweifelsfall bereit, ein bisschen was draufzulegen sogar, glaube ich. Du, also super Bonität, Mirko, hat er. Hat auch schon eine Immobilie in München, wo er ordentlich eine Wertsteigerung erfahren hat, weil er die vor einigen Jahren gekauft hat. Gutes Gehalt und so weiter. Und du möchtest auch mal was vererben, quasi. Also wirklich ein Vermögen dann vererben, ein Immobilienvermögen. Ne? Das heißt, du hattest schon gesagt, das soll wirklich echt zukunftssicher sein. Kann man so sagen? Ja. Okay, so, dann stelle ich mal eine ganz provokative Frage, wie immer. Warum eine Bude und warum nicht eine Hütte? Also, warum eine Eigentumswohnung und kein Haus? Das ist, ich bin im Coaching, also das hat was mit dem zu tun, was ich die Erfahrungen gemacht habe. Und die erste Wohnung, das ist eine Wohnung gewesen und die funktioniert super. Also ich habe eigentlich nichts zu tun. Mieter kommen immer, also wie ich es dann mal vermietet habe. Und... Wertsteigerung ist auch da. Gut. Und wenn dasselbe jetzt auch mit einem Haus erreichbar wäre, nur dass du nicht noch irgendwelche anderen Leute mit rumkommen hast, weil in der Größenordnung, sorry, wenn ich so hart sage, aber in der Größenordnung, wo du bei 400.000 Euro bist und du mir Standorte nennst, die ich jetzt gehört habe, sage ich, okay, dann kauf ein Haus. Es macht keinen Sinn, eine Wohnung da zu kaufen oder nach einer Wohnung zu suchen. Aber weil du sagst, dass es leichter ist, ein renditestarkes Haus zu finden als eine Wohnung, weil du es entwickeln kannst. Im Regelfall schon. Vor allen Dingen ist der entscheidende Vorteil, dass du, wir wollen ja Investoren ausbilden. Und die Definition eines Investors ist, der fügt einen Wert hinzu, zu dem, was da ist. Und nicht, der kauft einmal was und dann läuft's und dann kümmert er sich nicht und macht nichts und kriegt irgendwie eine Rendite X raus. So, das ist ja so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Kapitalanleger und einem Investor. Ein Investor sucht nach Gelegenheiten. Deswegen machst du so einen Kurs, damit wir dich ausbilden, damit du weißt, wie man sucht. Und jetzt sagst du mir, das mit der ersten Wohnung war ganz toll, weil ich musste nichts tun. Verstehe ich total. Du hast ja auch keine Ausbildung gehabt. Und dafür finde ich super, dass du einfach mal schon mal gemacht hast. Punkt. Aber dann wäre die nächste Stufe ein Mehrfamilienhaus, die dritte Stufe ein Apartmentkomplex und dann ein Shoppingcenter oder sowas in der Art. Also da kann man sich auch mal steigern. Ne? Das ist jetzt nicht ganz ernst zu nehmen, du musst jetzt nicht morgen Shoppingcenter kaufen. Verstanden. Aber ich hätte da, wie gesagt, nochmal eine schöne Anlage.
wenn es Eigenkapital aus einem Taschen kommt. Nein, aber also die erste Frage, die du stellen musst, ist, willst du wirklich eine Wohnung oder willst du wirklich Wohnungen kaufen? Weil wenn du schon sagst 400.000, dann würde ich sagen, also selbst wenn du sagst bei der Entscheidung, ich bleib bei Wohnung, ich will nur Wohnung haben, dann bitte nicht eine, sondern dann bitte mindestens zwei oder drei. Jener Mehrfamilienhaus. Na, allein aus dem Faktor Risikostreuung, wenn du sagst, du bist ja auf Sicherheit aus, ist dann die Aufteilung in mehrere einzelne Objekte wesentlich sinnvoller. Fällt dir ein Mieter aus und du hast eine Vier-Zimmer-Wohnung, dann fällt dir 100% der Miete aus. Hast du dasselbe Geld investiert und hast drei Einzimmerwohnungen gekauft, dann fällt dir bei einem Ausfall nur ein Drittel aus. Das ist ein Unterschied. Ja, ja. Also du sagst, du musst jetzt nicht hingehen und mit 400.000 Euro jetzt eine riesengroße Wohnung, am besten noch in irgendeiner Stadt wie München oder sowas kaufen. Das wäre Horror. Also dann haben wir nichts, dann haben wir nichts gekonnt mit dem Kurs. Genau. Ja, ne? Ja, absolut, absolut. Im Übrigen, du meinst mit dem Kurs, Mirko, das kann ich vielleicht auch für die Zuschauer einmal kurz sagen, der Mirko spricht gerade die Immocation Masterclass an. Wer Informationen dazu haben will, die gibt es auf immocation.de unter Coachings. Der Tobias aber hier ist nicht Teil der Masterclass, sondern bekommt einfach hier ein 3 Coaching-Termine mit uns und dafür ist er bereit, das Ganze vor der Kamera zu machen. Aber wir wollen natürlich einen ähnlichen Effekt erzielen. Insofern ist das alles absolut richtig, was du Mirko sagst. Jetzt ist tatsächlich, wenn du jetzt Haus willst, wir haben beim letzten Mal auch gesagt, na gut, da musst du halt viel mehr selbst auch machen. Ja, ja, ja. Also wir sind letztes Mal, sind wir eher bei dem, wie die Strategie sein sollte, sind wir dazu übergegangen, von wegen, dass wir gesagt haben, von wegen, was möchte ich gerade? Ja, ich mache gerade viel in der Arbeit und ja, ich möchte dafür nicht so viel in Immobilien machen. Jetzt sagt der Mirko völlig zu Recht, von wegen, hier werden eigentlich Investoren ausgebildet und da muss man auch was machen für die Immobilie. Es ist eigentlich so ein neues Suchprofil, wo man sich nochmal drüber unterhalten kann. Aber eigentlich hat sich ja nichts in meiner Situation geändert. Also ich sage, für mich persönlich ist es gerade so, dass ich sehr viel in der Arbeit mache und eher weniger, also mich interessiert das ganze Thema Immobilien. Das ist nicht der Fall, sondern dass ich jetzt mir denke, von wegen so ein Haus irgendwie weiter weg, das Ganze zu managen. Glaube ich gerade also nicht, dass es bei mir drin ist. Du suchst nach etwas, was, wenn du einmal gekauft hast, dann in sich funktioniert, so wie du es jetzt quasi mit der Münchner Wohnung hast, um einfach dich deinem ganz normalen Leben widmen zu können. Ja, und wenn ich dabei Hilfe bekommen würde, wie man diese vielleicht beim Kauf schon so was finden kann, wie man das die Wertsteigerung machen könnte zum Beispiel, oder längerfristig oder sowas, oder wie finde ich die perfekte Immobilie, welche Akquise-Strategien, sowas habe ich eher jetzt in die Richtung gedacht. An das, dass man komplett so eine Immobilie richtig proaktiv irgendwie so weiterentwickelt. Da war ich jetzt gar nicht so in den Gedanken da drinnen. Okay. Verstanden. Gut, dann dringende Empfehlung, dann kauf dir mehrere Wohnungen, und zwar kleinere, bevor du ein großes Klumpenrisiko hast und eben für 400.000 eine Wohnung kaufst. Ja? Das ist also, dann wäre das meine Suchrichtung. Kann ich verstehen. Ich meine, man kann vieles als Investor auch bei einem Mehrfamilienhaus mit einer Hausverwaltung machen, wo man sich sehr beschränkt. Also es geht nicht darum, dass du dich um irgendein Klo kümmerst. Mach ich auch nicht. Ja, gibt es eine Hausverwaltung für. Ich habe noch nie eine Abrechnung von denen gesehen oder mich drum gekümmert. Das machen die. Also du um hast die Neuvermietung kümmern die sich. Für jede Immobilie immer eine Hausverwaltung, hast du da dabei? Ich habe immer eine Hausverwaltung, ja. Also ich habe am Anfang meine ersten Immobilien habe ich selber verwaltet, einfach auch um zu wissen, wie es geht. Und das habe ich aber vor einigen Jahren schon abgegeben und mache es nicht mehr selber. Also hier in den USA mache ich es wieder selber, aber aus anderen Gründen. In Deutschland habe ich das immer abgegeben, weil da gibt es genug vernünftige Hausverwaltung, wo man, ich sage jetzt mal, einmal im Monat sich eine Viertelstunde Zeit nehmen muss, um mal die Zahlen zu prüfen, um vielleicht mal anzurufen, gibt's irgendwas? Und das war's aber auch. Also ich habe mich um meine Mehrfamilienhäuser auch nicht mehr gekümmert, ganz im Gegenteil, eher weniger gekümmert, als mich um eine Eigentumswohnung kümmern. Weil beim Mehrfamilienhaus gibt's keine Eigentümerversammlung, muss ich keine Protokolle abheften, sondern ich treffe mich einmal im Halbjahr mit der Hausverwaltung, frage, was ansteht, was kann man machen und muss da strategische Entscheidungen treffen. Aber die strategischen Entscheidungen umsetzen, das machen andere. Also insofern, in meinen Augen ist es nicht wesentlich mehr Arbeit, es ist ein bisschen mehr Gedankenarbeit, aber
die ist nicht so entscheidend in meinen Augen. Aber gut, kannst du sagen, Mensch, ich will das total, das Rundum-Sorglos-Paket, bin bereit, ein bisschen auf Rendite zu verzichten und sag, soll eine Hausverwaltung alles machen? Dann wird die Rendite ein bisschen schlechter sein, aber trotzdem kann es ja eine gute Anlageentscheidung sein. Mhm. Okay. Lassen wir zurückgehen zum Thema Standort. Also man kann sich immer, wir haben gerade nebenbei nochmal nur in Jena auch Häuser aufgemacht, um einfach zu gucken. Also da gibt es durchaus für 400.000 Euro Aber es gibt so gut wie nichts. Ne? Also wir haben jetzt mal gesagt, Häuser ab 8 Zimmer, also was ja irgendwie Mehrfamilienhausrichtung quasi ist, ne? Um mal die Einfamilienhäuser rauszunehmen. Da gibt es ja in Summe 5 Stück. Die meisten davon sehen auch noch eher wie kleine Dinge aus. So 1-2 Angebote in ganz Jena jetzt gerade. Da ist man relativ schnell mit der Suche auch am Ende. Ja, klar, das ist klar. 400.000 ist jetzt ein kleines Mehrfamilienhaus, ganz klar. Ja. Okay, dann lassen wir mal zum Thema Standort zurückgehen. Was ist das Ergebnis, wenn du jetzt sagen müsstest, was dein Standort ist? Was wäre das? Ja, also ich habe eben auch dieses Jena angegeben und da ist über die letzten 2 Wochen sind vielleicht 2 Wohnungen reingekommen. Überhaupt neu integriert. Ja, 2-3 Wohnungen, die zu meinem Suchprofil passen. Ja. In München kamen vielleicht 2-3 Wohnungen rein und so ging das durch eigentlich. Außer Augsburg gab es noch einige mehr, die noch reingekommen sind. Und das ist super, was du gemacht hast. Also wirklich einfach mal den Markt zu beobachten. Das ist natürlich, also man kann ja ganz anders noch Immobilien kaufen, aber überhaupt mal sich die Mühe zu machen, zu gucken, was kommt da in welcher Frequenz rein und die Unterschiede zu spüren, ist auf jeden Fall mal wichtig. Ja. Ja. Okay. Und was da rausgestochen ist und aber auch aufgrund dessen, dass hier bei dem, was ich jetzt gerade gelernt habe, dass das mit dem Zukunftsindex ja gar nicht so perfekt ist, aber da ist halt eben Leipzig ist da mit einem sehr hohen Wert drinnen, wie es sich in der Zukunft weiterentwickeln wird, die Immobilienpreise. Mhm. Und Leipzig war eben auch ein Standort, den ich genommen habe und da sind extrem viele Immobilien reingekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal ein paar Immobilien gesehen, die vielleicht von der Bruttorendite nicht ganz so schlecht wären. Ich habe gesagt, jetzt versuche ich einfach mal hier eine kurze Analyse zu machen zum Standort Leipzig. Können wir uns mal anschauen. Da habe ich Leipzig, den Reiter, der da ist. Also ich habe jetzt noch keine... Wir lesen es dir vor, Marco, gleich. Ja, ich kann jetzt nicht mitreden. Na, was schon. Also... Ich habe jetzt hier noch keine Maklerkontakte. Das wäre halt eben, wenn wir jetzt innerhalb von dieser Session irgendwie sagen, von wegen Leipzig wäre ein interessanter Standort, dann könnte ich hier mal die Maklerkontakte raussuchen. Ich habe nochmal mein Suchprofil kurz aufgeschrieben, als ich suche, was ist die Durchschnittsmiete in Leipzig. Ich habe auch mal bei WG-Zimmer, LP-Zimmer gesucht und da ist halt einfach Leipzig sind 13.500 aktuelle WG-Zimmer, die zu vermieten sind. Im Vergleich Augsburg 244, Heidelberg 380, Ulm 210, München 1400. Also es sind wahnsinnig viele WG-Zimmer, die eigentlich leer sind. Die leer stehen? Die zu vermieten sind. Okay. Es kommen regelmäßig Wohnungen rein. Findest du das cool, Mirko, wenn du hörst, beim Standort sind extrem viele Zimmer gerade angeboten zur Vermietung? Oder sagen wir auch mal einfach Wohnungen? Ich bin extrem skeptisch zu dem Standort. Zumindest in dem Segment WG-Vermietung macht mich das extrem skeptisch. Weil das heißt ja, dass da gibt es eine große Uni, das ist schon klar, gibt es mehrere Unis in Leipzig, aber das heißt ja auch, dass 13.000 Zimmer frei sind. Das macht mich jetzt nicht gerade super fröhlich als Investor, sage ich jetzt mal. Ja, klar, weil am Ende möchtest du ja, dass das, was du im Angebot hast, knapp ist, idealerweise. Ne? Genau, genau. Die erste Frage mal, was ist denn deine Zielrendite? Und wie ermittelst du die? Also Zielrendite war jetzt, dass wir 6% haben, Bruttorendite, plus minus null rauskommen. Und wie ermittelst du die? Ermittelst du die anhand der tatsächlichen Mieten oder anhand, was ermittelst du die? Das waren die Mietpreise, Grundstück, also die Fläche und den Kosten. Ja, die Frage ist, welche Mietpreise? Die dann aktuell da sind? Ja, aktuelle Mietpreise. Okay. Andere Herangehensweise zum Nachdenken. Ich nehme immer erstmal das, was ist denn dort die Marktmiete? Rechne mir daraus die Rendite aus? Ja. Und sage dann, was kann ich pro Quadratmeter bezahlen? Dann gucke ich mal,
wie viele Angebote von so und so viel Tausend noch übrig bleiben. Weil der entscheidende Punkt ist ja, eine Miete ist ja nicht statisch. Stell dir vor, du hast da eine alte Oma mit 93 Jahren da drin zu sitzen, die für 4,82 Euro eine Wohnung mietet, die normalerweise 10 kostet. Dann würde die Rendite, die du da ausrechnest, die tatsächliche Ist-Rendite am Anfang, nur die Hälfte von dem sein, was die Miete sein könnte, wenn Oma nicht mehr ist. Ja, ich habe die durchschnittliche Marktmiete genommen. Also von 6 Euro jetzt. Was in Leipzig ist so zwischen 5 und 7 Euro und ich habe 6 Euro genommen. Kommt drauf an, wo in Leipzig, da musst du dann auch ein bisschen genauer sein, weil da kommt es jetzt auf den Stadtteil an. Ja, also, in den Zentren, wo ich gesucht habe. In den Stadtteilen, wo ich gesucht habe. Das ist dann nicht absolutes Zentrum. Also im absoluten Zentrum sind wir eher in Richtung 8 bis 10 mittlerweile schon unterwegs. Bei guten Qualitäten. Das muss man sich halt angucken. Du musst dir also in der Lage, was ist dort die Zielmiete sozusagen und dann die Rendite ermitteln, dann sind es bei 6% gut dabei. Das ist was man hinkriegen kann, weil die Mieten vielleicht noch ein bisschen geringer sind und man eben dann für die Steigerung das auch noch rauskriegt. Also du glaubst, 6% in Leipzig möglich? Da muss man ein bisschen mehr suchen, aber gibt es immer wieder, klar. Auch ohne zu sanieren, also ohne wirklich Kernschrott zu kaufen? Auch in Berlin hat der Daniel ja gerade vorgemacht. Also ich meine, es gibt's immer wieder. Die Frage ist, ob ich den Zugriff habe und das hinkriege. Das kann ich nicht beantworten. Das muss die Frage ist noch offen, wo sitzt du jetzt? In München. In München. Die Frage ist also, wie schnell bist du da und so weiter. Also das ist halt tatsächlich dann so ein bisschen. Ja, verstanden. Also es gibt diese Angebote am Markt, sie sind aber nicht so, dass dir reihenweise die Makler sagen, hier guck mal, 1, 2, 3, welche hättest du denn gern mit 6%? Das glaube ich nicht, auch in Leipzig nicht. Das war jetzt einfach ein Standort, wo ich mal diese Analyse durchgeführt habe. Und wenn du mir Tipps geben kannst für irgendwelche anderen Standorte, dann bin ich dir unglaublich dankbar. Also ich werde jetzt hundertprozentig keine Lanze für Leipzig brechen, dass ich da unbedingt investieren will. Ja, Lanze brechen könnte ich für Tampa, Florida. Nein, ist ein anderes Thema. Du musst jetzt gucken, wie weit fährst du und wie weit bist du bereit, sozusagen dich dahin zu begeben und wie viel Zeit verwendest du. Weil ganz offen, das ist halt ein Segment. Wir haben festgestellt, schon die Leute aus Baden-Württemberg und Bayern und insbesondere die aus München, die haben es schwer. Die haben zwar einen geilen Standort zum Leben in der Regel, aber zum Investieren ist das alles eher nicht so gut. Und du musst dich halt rausbewegen. Jetzt ist die Frage, wie effektiv kannst du das, wie effektiv willst du das, weil du sagst, du hast eben viel auf der Arbeit zu tun, ist dann halt, muss man ganz klar sagen, ist dann halt wirklich Aufwand. Weil du musst dann in diese Standorte fahren und musst dir diese Standorte angucken, weil das ist das, was die beiden gesagt haben. Plädiere absolut dafür, das mit dem Bauch zu machen. Natürlich muss man sich die Zahlen, die Daten, die Fakten angucken, mache ich als Sachverständiger ja auch, aber das Wichtige an einer Immobilie und an einer Lage ist, dass man mal hinfährt und mal ein paar Tage verbringt. Und ich könnte dir jetzt ad hoc ein paar Standorte sagen, wo ich sage, ja, da lohnt sich durchaus mal drüber nachzudenken. Das ist Erfurt, das ist Jena, das ist vor allen Dingen Halle, weniger Leipzig. Halle ist die kleine hässliche Schwester von Leipzig, hat aber auch eine Exzellenz-Uni. Ist ein eigener Wirtschaftsraum, das ist im Prinzip wie Berlin und Potsdam, die gehen ineinander fast über und da kriegt man auch noch für sehr vernünftige Preise Immobilien, die vernünftig vermietbar sind, immer. Ich kenne jetzt zum Beispiel einen Standort, der liegt zwischen Halle und Leipzig, der verkauft gerade einer für 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohnung, die locker für 55 vermietet sind. Das ist ein Deal, wo man sagen kann, mach mal. Das ist kein schlechter Deal, der wird jetzt gerade besser angebunden, da gibt es neue Autobahnen, die entsteht. Über solche Sachen muss man sich dann Gedanken machen, wie das dann da in der Zukunft aussieht. Und in so einem Wirtschaftsstandort Halle Leipzig, wo ganz große Firmen gerade erst hingezogen sind und neue Werke und neue Standorte aufgebaut haben, BMW, Porsche, DHL und so weiter und so fort, da bin ich mit Sicherheit gut aufgehoben. Ja, also eine der Regeln, die man da nennen könnte, wäre follow the big money. Also wo immer jemand viel Geld investiert und so eine Fabrik, so ein Werk ist viel Geld. Da reden wir nicht über ein paar Millionchen, da reden wir über mehrere hundert Millionen. Und wenn das nicht nur einer macht, sondern mehrere, dann ist das ein Zeichen dafür, dass in dem Standort was passieren wird. Weil in solch einem Zusammenhang entstehen ja auch weitere Firmen drumherum. Ne? So,
Von daher ein Standort, das hast du schon richtig gesagt, mit einer Uni ist ganz gut, weil da gibt es immer eine gewisse Innovation, wenn die nicht nur alte geistige Sprachen haben, sondern eben auch irgendwas Technisches, und das haben die meisten Unis, eine Mischung aus allem, dann ist das in Ordnung. So. Für Münchner ist Halle-Leipzig ganz gut zu erreichen, weil du kannst mit dem Flieger relativ billig und relativ häufig dahin fliegen, weil das mit dem Auto möchtest du nicht tun. Das ist zu weit. Ne? Das macht ja keinen Spaß mehr. Also spätestens am dritten Mal macht es keinen Spaß mehr. Ja. Weil es sind 4-5 Stunden, so ungefähr. 4 mindestens. Also sehr schnell im Auto. Es ist gut ausgebaut. Also ich frage aber, ist das realistisch, spontan zu einer Besichtigung mit einem Flieger dahin zu fliegen? Nein, nicht so spontan, erstmal um den Standort kennenzulernen. Also Okay. Spontan muss man dann wahrscheinlich da wirklich das Auto nehmen, weil spontan jetzt zu sagen, morgen Nachmittag muss man sehen, die Flieger sind in der Regel nicht alle voll, aber dann wird es natürlich auch teuer. Also wie würdest du das mal? Sag mal, Standorttour ist klar, du machst da einmal einen Besuch, guckst den ganzen Standort an, machst Kontakte, da können wir gleich. Aber wie würde das denn weitergehen? Also kann man das organisieren, glaubst du, Mirko, dass der Tobias da sich vornimmt, jetzt einfach für eine gewisse Zeit mal 3-4 Besuche plant, wo er dort ist, und dann kann er versuchen, da so viel Wirbel zu machen, dass er irgendwie an der Immobilie kommt? Oder? Absolut. Absolut. Ja? Also, guck mal, ich habe 2 Mietshäuser in Halle gekauft und auch schon wieder verkauft. Und davor war ich 3-mal in Halle. Also nicht so, dass ich da wochenlang zugebracht habe. Und gut, aus Berlin heraus war es für mich auch nur so 1,5-2 Stunden. Ja, aber auch das ist ein Weg. Aber ich bin den auch nicht unendlich häufig gefahren. Wenn man dort einmal 2-3 Wochenenden verbracht hat, sich auf den 2-3 Wochenenden einfach mal mit 10 Maklern getroffen hat, einen Kaffee getrunken hat, wir kommen gleich noch dazu, wie man die Makler so ein bisschen versucht zu binden, wie man versucht, ein vernünftiges Verhältnis mit denen aufzubauen, dann kriege ich ein Angebot. Und dann erwarte ich vom Makler, dass er sagt, pass auf, wenn du die Wohnung im Angebot hast, dann nimm doch mal dein Handy, nimm ein Video auf und jag's mir rüber. Und wenn ich das, was ich sehe, mag, dann setze ich mich ganz spontan ins Auto und sage, okay, morgen bin ich da. Oder am Wochenende, wann immer. Ne? So, das heißt, man kann das schon machen. Man kann es auch mit relativ wenigen Besuchen machen, die man vernünftig vorplant, wo man dann so viele Leute kennenlernt, dass man da ein hinreichendes Feedback hat. Du wirst dort nicht das absolute Megaschnäppchen kriegen. Das ist immer das, was man sagen muss. Ein Standort weit weg von mir, da bist du natürlich der nicht unbedingt dasselbe erreicht wie einer, der in Halle sitzt und sagt, ich guck's mir mal eben an, du kriegst eine halbe Stunde Rückruf zum Makler. Das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Aber man kann trotzdem hinreichend Kontakte machen, dass die Leute, gerade beim Eigentumswohnungsbereich, dass die Leute sagen, jo, mach mal. Ja, hier, schick dir mal eine Mail mit den Unterlagen. So, das heißt, um an einem Standort zu investieren, der weit weg von meinem eigenen Wohnort ist, muss ich bereit sein, ein paar Mal hinzukommen. Das kann ich im Prinzip in ganz Deutschland tun. Das kann jetzt Leipzig sein, das kann auch ein anderer weit weg sein. Und dann sagst du eigentlich, ich muss mich nicht darauf einstellen, ständig da spontan irgendwie hinzufahren oder so, ne? Sondern das braucht es eigentlich gar nicht. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Also nein, man muss nicht ständig vor Ort sein, man muss da auch nicht wochenlang da sein, man muss da so viel da sein, dass man sich ernsthaft einen Überblick verschafft. Das kann man an einem Wochenende oder an 2 Wochenenden wirklich machen. Bei einer Stadt wie Halle-Leipzig würde ich mal sagen, 2 Wochenenden bräuchte man schon. Ja. Aber das ist alles überschaubar machbar. Na? Das ist also, da kann man an 2 Tagen einen Standort ganz, ganz viel erlaufen, sich erkunden. Und der entscheidende Punkt, die Leute fragen, die vor Ort sind, weil die werden mir am ehesten sagen können, wo ich was finde, welche Gegenden vernünftig sind, warum, wieso, weshalb. Und ich gucke auf Übereinstimmung. Das heißt, was der Makler 1 mir sagt, gleiche ich mit dem ab, was der Makler 2 hat. Wenn ich da eine weitgehende Übereinstimmung habe, dass mir 3 Makler sagen, dieser Stadtteil ist wirklich gut, und der 4. sagt, den findet er voll scheiße, dann ist das eben unter Umständen eine abweichende Einzelmeinung. Der mag das halt da nicht so sehr. Das ist okay, aber wenn die überwiegende Anzahl der Leute, mit denen ich spreche, sagen, in Halle dieser und dieser und dieser Stadtteil ist gut und da sollte man es lieber lassen, dann sollte man das mal so in die Entscheidungsfindung einfließen lassen. Gut, also was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, also Mirko, du hast zuvor einmal Daumen nach oben gezeigt bei Jena, bei Leipzig,
weiß ich jetzt nicht, das ist gerade irgendwie so. Leipzig ist so, es ist mittlerweile schon ganz schön teuer, wenn man dort einen guten Schnapp macht und noch ein preislich vernünftiges Objekt findet, dann ist es okay. Ja. Aber es ist schon ganz schön teuer, also muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und vielleicht die Halle ist noch deutlich günstiger. Meine Hausaufgabe bis heute war einfach mal so Standorte zu suchen und herauszufinden. Wir sind aber heute in der Session ist eigentlich von wegen, wie wir weiter in diese Standorte, wo ich überhaupt reingehen sollte. Also ich bin da komplett offen, wenn du mir irgendwelche Tipps geben könntest, wo soll ich denn noch schauen? Also so, das war jetzt einfach nur meine Vorgehensweise, wie ich dazu gekommen bin. Wenn du jetzt sagst, komm, ich kenne mich da aus, wo könnte ich denn noch schauen, dann bin ich dir extrem dankbar. Also Halle war einer schon, glaube ich, drauf. Ja, Halle, Jena. Also, so viele kann man gleichzeitig. Hängt daran ab, Jena, du hast ja schon selber gesagt, wenn nur zwei Objekte neu dazukommen pro, keine Ahnung, Woche oder pro zwei Wochen, dann bist du mit der Prüfung eines solchen Standortes relativ schnell fertig. Ja. So, jetzt muss man sich mal angucken, okay, wenn das so ist, musst du eben noch einen Ausweichstandort haben, sonst suchst du sehr lange, bis du mal irgendwann was findest. Insofern würde ich dann sagen, dann musst du eben einen Alternativstandort mitnehmen und das könnte jetzt zum Beispiel Halle sein. In Halle kann ich dir jetzt schon sagen und in Leipzig auch, hältst du so viel, dass du kein Problem hast damit, dir dort was zu suchen. Mit anderen Worten, dann reicht ein Standort. Das ist immer so die Frage, ich nehme ja einen zweiten Standort nur dann, wenn beim ersten Standort so wenig passiert, dass ich nicht mit großer Sicherheit weiß, dass ich da innerhalb von einer angemessenen Zeit was finde. So, wie man so einen Standort erkundet, ist dann relativ einfach. Man macht mal ein Wochenende dort und nimmt einfach wahllos aus dem Internet mal in verschiedenen Stadtteilen 5-6 Besichtigungen pro Tag wahr und spricht mit den Maklern. Man macht sich eine vernünftige Karte, man macht sich vielleicht eine vernünftige kurze Vorstellung, was man will, was man sucht. Und dann geht man dahin und hat nach 2 Tagen und 10 Besichtigungen auf jeden Fall mal einen groben Überblick, was wird denn da so angeboten. Dann sieht man mal Quadratmeterpreise, man sieht mal verschiedene Gegenden, man hat mit verschiedenen Maklern gesprochen und man hat Eindrücke, die man verarbeiten kann. So, und dann ist man am Abend da, dann geht man mal essen, dann fragt man im Hotel, wo kann man denn hier vernünftig essen gehen, wo ist denn hier eine junge Szene, wo sieht denn hier was, wie aus, wer wohnt hier wo, das kriegt man alles in so einem Wochenende relativ gut schon mit. Und ein zweites Wochenende, um das Ganze zu festigen, ist sicherlich nicht verkehrt. Dann habe ich mir mal einen Überblick verschafft, auch wenn von den ersten 20 Wohnungen keine dabei ist, die ich kaufen werde. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt hingehen und erwarten, dass die ersten 5 oder 10 Besichtigungen eben, wie gesagt, die Wohnung dabei ist, die schon 6% hat, sondern ich würde mir einfach die Wohnung mal anschauen. Ich würde dann mit dem Makler sprechen und dann sagen, das und das suche ich. Bitte, kannst du mir da helfen? Oder glaubst du, dass das das gar nicht mehr gibt? Und dann wirst du da die Informationen sammeln. Das ist im Prinzip die Aufgabe, die man bei der tieferen Prüfung als solchen Standorts macht. Dann macht man sich Gedanken vorher, bevor man dahin fährt, warum ist der Standort eben gut, unabhängig davon, wo der im Standort Zukunftsatlas ist. Also es gibt jetzt auch gerade, gab es wieder eine Veröffentlichung, wo Sachsen-Anhalt ganz, ganz, ganz schlecht ist, glaube ich, mit der schlechteste Standort in ganz Deutschland ist. Das trifft halt im Durchschnitt zu, aber für die Städte, die es dort gibt, trifft das wahrscheinlich nicht zu. Warum? Man muss sich eben angucken, was gibt es da für eine wirtschaftliche Entwicklung. Ich brauche immer eine wirtschaftliche Entwicklung, die nicht auf einen Arbeitgeber, auf einen Standbein steht, sondern wo möglichst ganz viele verschiedene Standorte sind, ganz viele verschiedene Standbeine sind, die den Standort stützen. So, mal ein klassisches Gegenbeispiel. Der Standort Zwickau lebt vom VW-Werk und von allen Zulieferern, die dazu liefern eben, ist ja der Name. So, wenn VW mal kränkelt und Schnupfen hat, dann und im Zwickau da möglicherweise die Bänder mal stillstehen oder mal langsamer laufen, dann geht es der ganzen Region nicht mehr gut, weil da gibt es außer diesem Werk faktisch nichts weiteres mehr. Das wäre ein Negativkriterium. Wenn ich aber das nicht habe und im Standort Halle und Leipzig, also in Mitteldeutschland, das ist einer der größten, schnellst wachsenden Wirtschaftsräume in Deutschland, und dann gucke ich mir an, wer hat da alles investiert, wie viel, dann sehe ich, okay, da gibt es Unis, in Leipzig mehrere Unis, da gibt es in Halle eine Uni,
die einen sehr guten Ruf hat. Da gibt es eben große Firmen, die da hingegangen sind. Da gibt es einen großen Flughafen, der eine überregionale Bedeutung hat, der durch DHL auch als Frachtflughafen eine regionale Bedeutung hat oder eine überregionale Bedeutung hat, der also damit Logistik anzieht und. Da gibt es also eine ganze Menge positiver Faktoren. Dann weiß ich, okay, dieser Standort scheint nicht nur auf einem Standbein zu stehen. Und dann guckt man sich eben diesen Standort an und guckt, wie man da Verbindung knüpft. Und ein Tipp dazu, jeder Makler trinkt gerne einen Kaffee, geht abends essen und du solltest, wenn du in so einem Standort bist, niemals alleine essen. Ja, nimm dir den Makler mit und frag den, Mensch, haben Sie noch Zeit? Ich lade Sie zum Essen ein. Ja, Tobias, schmeißen wir das. Das ist gleichzeitig Werbungskosten. Noch einmal, wenn ich dir, Tobi, gerade zugehört habe, ein bisschen schwang ja auch die Frage mit, musst du dir noch irgendwelche ganz anderen Standorte anschauen? Es geht darum, von wegen, gibt es was in Bayern, gibt es was in Baden-Württemberg, wo du nachschaust? Ich habe verstanden, Jena, Halle, okay. Ist nicht, also Halle und Leipzig, also die Kombination vielleicht, ist nicht ganz blöd. Leipzig vielleicht schon ein bisschen teuer. Und jetzt, genau, war, glaube ich, deine Frage noch einmal. Mirko, hast du irgendeinen Geheimtipp, irgendwas, was aus Münchner Schlagdistanz jetzt besonders clever wäre? Nein, wir haben es mit mehreren Leuten schon durchgetestet. Alles, was im Baden-Württembergischen und im Bayerischen liegt, außer du bist auf dem Dorf. Und beim Dorf ist halt das Thema Zukunftssicherheit auch in Bayern nicht mehr gegeben oder nur sehr beschränkt gegeben. Vergessen. Okay. Also da sind die Renditen einfach zu schlecht, um eine 6% auf sinnvolle Art und Weise zu erzielen. Wir sind jetzt auch in einem Coaching in Richtung 6er Postleitzahl. Ludwigshafen beispielsweise dann hochgegangen. Das geht natürlich. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, müsstest du dich mit dem Ansatz auch bei 6%, so wie es aussieht. Also entweder sagst du natürlich nochmal, okay, komm, ich bin wirklich bereit, was draufzulegen dafür, dass es in Süddeutschland ist, weil du wirklich extrem daran glaubst. Aber irgendwann wird halt die Investition einfach wirklich nicht mehr Spaß machen, weil du de facto sehr viel aus eigener Tasche jeden Monat drauflegst. Ja. Oder du musst, ja gut, dann würde ich halt spekulieren, dass die Preise steigen, aber dann ist es ein anderes Modell. Ja, also, es kommt darauf an, wie weit du runter. Wenn du jetzt einen 5%er kaufst und so, dann ist natürlich immer noch dein Geld schön gehebelt und so. Irgendwann wird es dann bei 4-3% wird es dann richtig blöd. Ja. Aber ich glaube, du musst mit dem Gedanken anfreunden, was ich jetzt auch das Gefühl hatte, was du kannst, zu sagen, okay, dann habe ich halt mal drei Besuche vor Ort irgendwie zum Kennenlernen, oder ist das ausgeschlossen? Nein, ich war auch spontan letzte Woche in Berlin, da habe ich am nächsten Tag, und dann bin ich halt kurz nachts mit dem Auto raufgefahren, also ich habe da kein Problem damit. Ja, also dann ist vielleicht das wirklich der Weg jetzt in Anbetracht der Zeit. Wir wollen da gleich noch einiges sortieren. Hast du noch irgendwelche konkreten Fragen da in Richtung Mirko? Wahrscheinlich viele, aber... Also das ist natürlich, sind jetzt das Themen wahrscheinlich, wenn man die Immobilie hat, weil ich ja gemerkt habe, von wegen, dass du der Gutachter bist, der Baugutachter dann auch oder ein Auge dafür hast, wie die Immobilie im baulichen Zustand ist. Aber da habe ich jetzt leider noch kein Objekt. Okay. Ich bin kein Bauschadensgutachter. Also wir nennen die Schädlinge. Die Schädlinge sind wirklich die aus der technischen Seite. Ich bin der wirklich die Wertgutachten macht. Ja. Also nur was so eine Standortanalysen eben für Machbarkeitsanalysen für irgendeinen Einzelhandel, der könnte mich beauftragen zu sagen, lohnt sich da ein Rewe-Markt? Ja, nein, vielleicht, da machen wir also eine Konkurrenzanalyse und so weiter. Das ist alles mein Thema. Aber nicht die technische Tiefenuntersuchung. Da nehme ich mir tatsächlich Kollegen mit, so ein Schädling. Okay, aber das können wir trotzdem, wenn du dann wirklich im konkreten Ankauf bist, können wir sicherlich auch den Mirko nochmal befragen mit einem konkreten Objekt. Mhm. Ja. Für den Moment erstmal, Mirko, ganz herzlichen Dank. Mal wieder Grüße nach Florida. Ja. Und danke für deine Zeit. Und jo, gerne. Genau, wir werten jetzt gleich aus, Tobias. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Das heißt für die Zuschauer in einer Woche. Das war's mit der Folge für heute. In der nächsten Folge legt sich der Tobi auf den Standort fest und wir rechnen Quadratmeterpreise aus. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.